Es war ein Hornissennest, in das der Erzbischof von Canterbury, Dr. Rowan Williams, Primas der britischen und weltweiten anglikanischen Gemeinde, gestochen hatte, mit seiner Anregung, einige Elemente der islamischen Scharia sollten als alternative Gesetzgebung in Großbritannien anerkannt werden. Dem Bischof geht es seinen Worten nach um soziale Kohäsion in säkularen Gesellschaften, damit gläubige Moslems nichts zu wählen hätten zwischen der Loyalität zum Staat und der Loyalität zu ihrer Religion. Er machte seine Äußerungen zweimal, in der BBC in einem Mittagsinterview und am Mittwochabend während einer Rede vor einem Fachpublikum von Juristen in dem Royal Courts of Justice. Ossitakosis, war die einhellige Meinung der veröffentlichten und gewichtigen öffentlichen Meinung auf der Insel. Hättest du doch geschwiegen. Im gegenwärtigen Kontext der angespannten Beziehungen zwischen dem Islam und westlichen Gesellschaften, einem inflammatorischen Thema, wäre Schweigen der bessere Teil gewesen, gab der Daily Telegraph zu verstehen. Einen Akt des Appeasement, nennt die Times geradezu die Äußerungen des Bischofs. Auch der liberale Guardian hat Eile, sich zu distanzieren, wenn es Williams darum ging, Toleranz für die Rolle der Religion in öffentlichen Angelegenheiten einzuklagen, dann hat er uns erfolgreich daran erinnert, dass man die Religion besser aus solchen Angelegenheiten herauslässt, schreibt der Leitartikler. Das politische England reagierte nicht weniger entschieden. Ein Sprecher der Downing Street gab als Ansicht des Premierministers wieder, dass britische Gesetze auf britischen Werte beruhten, während der Kulturstaatssekretär Andy Burnham deutlicher wurde und befand, parallele Rechtssysteme könnten nicht zu der von Rowan Williams gewünschten sozialen Kohäsion führen, sondern höchstens zu sozialem Chaos. Trevor Phillips, ein Farbiger, der die angesehene Kommission für Gleichheit und Menschenrechte leitet, nannte den Vorstoß des Bischofs spaltend und gefährlich, während Baronin Wasi im Oberhaus, eine Muslimin, es namens einer breiten Mehrheit inakzeptabel nannte, britischen Bürgern die Option zu geben, unter dem einen oder anderen Rechtssystem zu leben. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut, selten hat sich eine geflügelte Weisheit so bewahrheitet wie an der Intervention des Hohen Anglikaners. Rowan Williams plädiert für Toleranz juristischer Interpretationen einer Religion, deren fundamentalistische Vertreter gerade dabei sind, die Welt in eine unheilige Konfrontation zu stürzen zwischen der Idee der Freiheit und der Menschenrechte und rückständigen Auffassungen von Unterwerfung des Menschen unter eine totalitär-theokratische Philosophie. Gewiss, von solchen Extremen distanzierte sich der Bischof in seinen Auslassungen ausdrücklich. Aber seine Worte werden gierig aufgegriffen von jenen Muslimen in Großbritannien, und nicht nur dort minus, die sich in westlichen Gastgesellschaften nicht inkulturieren wollen und nach einer Gemeinschaft in der Gemeinschaft rufen, was den Zusammenhalt unter den Prinzipien des Rechtsstaates nur schwächen kann. Wenn nichts sonst, dann war der Zeitpunkt der Worte des Bischofs denkbar unglücklich gewählt, wie einhellig beklagt wird. Dabei muss Williams wissen, dass es bindende Schlichtungsinstanzen auf der Grundlage der Scharia unter britischen Moslems längst gibt, ebenso, wie gläubige Juden bei der Beis Din, den rabbinischen Rechtsinstanzen, Beistand suchen können. Sofern bei zwei Rechtsparteien Einigkeit und Freiwilligkeit herrscht, sie also die Verpflichtungen im Rahmen ihrer Religion akzeptieren und ihren Streit entsprechend entschieden haben wollen, können Scharia-Räte und solche mosaische Provenienzrecht sprechen, welches auch von britischem Zivilrecht anerkannt wird. Das kann bei Scheidungen der Fall sein, beim Erbrecht oder bei allgemeinen Besitzstandfragen. Warum also nach Erhebung zur Rechtsgleichheit rufen, wo solche Praxis bereits in orthodoxen jüdischen und islamischen Gemeinden üblich ist? Was die Anregung des Anglikaners aber besonders spaltend und gefährlich macht, ist das weite Feld der Rechte der Frauen, die auch unter gemäßigter Interpretation der Scharia nur das Nachsehen haben. Gemäß dieser Rechtsauffassung ist Polygamie erlaubt, und die Frau steht generell auf einer untergeordneten Stufe, auch heute in streng gläubigen muslimischen Gemeinden Großbritanniens. Dagegen geht die Politik des Landes seit langem entschieden vor.
Der Erzbischof riskiert mithin durch seinen Anstoß die Perpetuierung dieser Ungleichheit, da Frauen bei Aufwertung der islamischen Scharia erst recht als die schwächere Partei dastehen, geschmälert in ihren Rechten. In Afghanistan droht derzeit einem Studenten von einem Scharia-Gericht die Todesstrafe, weil er einen Internetartikel zirkulieren ließ, der die Praxis der Polygamie anzweifelt. Gleichzeitig plädiert ein Rowan Williams dafür, gewisse Aspekte der Scharia auf gleiche Rechtsstufe zu stellen wie das englische Common Law, Usitaku ist es.